Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Zu Beginn meiner Rede möchte ich als außenpolitischer Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion dem Bundesaußenminister für seine Arbeit danken, für die gute Zusammenarbeit danken, die wir mit Ihnen gehabt haben. Wir wünschen Ihnen bei möglichen zukünftigen Ämtern alles Gute und werden auch in diesem Feld sicherlich darauf setzen, dass Sie in Ihrem neuen Amt die Außenpolitik nicht aus dem Auge verlieren. Das ist uns wichtig. An einer Stelle Ihrer Rede musste ich ein bisschen schmunzeln, als Sie von dem lohnenden Dünger der Opposition für die Demokratie geredet haben. Klang es fast so, als würden Sie Ihrer Fraktion ein wenig Mut zusprechen vor zukünftigen Zeiten. Aber ich glaube, so war das nicht gedacht. Sie haben als Außenminister die Rolle Deutschlands in der internationalen Politik gestärkt. Sie haben das, was Sie und die Bundesverteidigungsministerin und der Bundespräsident vor 2 Jahren in München angekündigt haben, dass Deutschland bereit ist, mehr Verantwortung zu erleben, mit Leben gefüllt. Und Sie haben das auch ein Stück weit vorgelebt. Und in vielen Situationen, in denen deutscher Rat und deutsche Hilfe gefragt war, oft auch hinter verschlossenen Türen und am Telefon, im Interesse Deutschlands und Europas gehandelt. Und dafür danke ich Ihnen. Sie übergeben Ihrem Nachfolger ein wohlbestelltes Haus, allerdings auch insgesamt 6 Großbaustellen der Außenpolitik, wo wir Konflikte und Krisen haben, mit jeder Menge Gewerke, die zu bewältigen sind, von Afghanistan bis in den Maghreb hinein, der Konflikt mit Russland über die Ukraine, die Situation in Afrika, wir haben gerade das Mali-Mandat verabschiedet, die Situation im Südchinesischen Meer, die Situation der Europäischen Union und natürlich auch die offenen Fragen im Zusammenhang mit unserem Verhältnis zu Amerika. Das ist ein Riesenberg Arbeit, und ich bin sicher, dass der Amtsnachfolger einen dicken Stapel von 2-seitigen Dossiers zu all diesen einzelnen Gewerken bekommt, in die er sich einarbeitet. Dem zukünftigen Außenminister wünsche ich alles Gute im Amt. Es ist ein erfahrener Politiker, der mit allen Wassern gewaschen ist, der mit Säbel und Florett umgehen kann. Die diplomatischen Fähigkeiten sind uns bisher eher verborgen geblieben, aber ich bin absolut sicher, dass Sie auch in diesem Feld reüssieren. An einem Punkt glaube ich allerdings, dass Sie Ihre Vorstellung korrigieren müssen. Das Dasein eines deutschen Bundesaußenministers ist, glaube ich, schon ein Nomadendasein zwischen Flugzeug, Hotelzimmer und stickigen Konferenzsälen. Und ich wünsche trotzdem, dass Sie die Zeit finden, wie Sie sich das wünschen, dass Sie auch noch für Ihre Familie Zeit haben. Aber der Außenminister ist halt viel unterwegs. Alles Gute dann im neuen Amt. Jetzt zum Mandat. Wir haben hier bereits einmal ausführlich darüber diskutiert. Der Deutsche Bundestag hat entschieden, diesen schwierigen Weg zu gehen. Und er hat sich bewährt, denn wir haben tatsächlich einen wirksamen Beitrag zur Bekämpfung des IS im Norden des Irak leisten können mit unseren Partnern, den Peschmerga. Es gibt eine Frage, die die Kolleginnen und Kollegen auch in meiner Fraktion beschäftigt. Auch in diesem Jahr hat die Bundesregierung das Mandat wieder gegründet auf Artikel 24.2 des Grundgesetzes. Wir glauben, dass dies tatsächlich eine tragfähige Begründung ist. Wir glauben, dass der völkerrechtliche Rechtmäßigkeit des Einsatzes sowieso nicht in Frage steht. Bei dieser Frage, auf welchen Grundgesetzartikel man sich bezieht, geht es ja nur um die nationale Rechtsgrundlage innerhalb Deutschlands. 24.2 ist meines Erachtens ausreichend für die Begründung des Mandats. Es wäre allerdings, glaube ich, souveräner, wenn wir auch überlegen würden, ob wir ein solches Mandat durchaus auch auf Artikel 87a des Grundgesetzes abstützen könnten. Das ist eine mindestens ebenso verlässliche Rechtsgrundlage für einen solchen Bundeswehreinsatz. Und das ist in meiner Fraktion zur Sprache gekommen. Wenn wir die Situation im Norden des Irak sehen, so stellen wir fest, dass tatsächlich die Peschmerga einen guten, einen wirksamen Beitrag zur Bekämpfung des IS leisten. Und wir müssen von der Phase der konkreten Unterstützung der kurdischen Truppen mit Ausrüstung, mit Ausbildungsunterstützung, rund 12.000 sind es bisher gewesen, natürlich auch die Frage stellen, wie es mittel- und langfristig in dieser Region weitergeht. Und deswegen finde ich die Entscheidung der Bundesregierung gut, dass sie überlegt, ob zukünftig nicht auch in stärkerem Umfang die sonstigen irakischen Streitkräfte mit in diesen Prozess einbezogen werden kann. Denn es muss ja eines Tages der Zeitpunkt kommen, wo die Region so weit befriedet ist, dass der Irak selbst auch wieder die Sicherheit in diesem Lande gewährleisten kann.
Und das geht natürlich nur, wenn die Struktur so erhalten bleibt und wenn auch die Einheit des Landes gewährleistet wird durch eine Regierung, die sich für eine inklusive Regierung, für eine angemessene Berücksichtigung ethnischer und religiöser Gruppen in dem Land, eben speziell auch der Kurden, in vollem Umfang einsetzt. Und das ist etwas, was wir immer mitsagen und mitsprechen, wenn wir mit der irakischen Regierung sprechen, dass sie eine inklusive Regierungsführung betreiben muss, weil sie sonst so scheitert, wie das ja vor wenigen Jahren der Grund für die gegenwärtig angespannte Entwicklung in der Region ist. In diesem Sinne wird die CDU-CSU-Bundestagsfraktion das Mandat, den Antrag auf Mandat mit der Obergrenze 150 wie bisher unterstützen und wünscht allen Soldatinnen und Soldaten, die in diesem Einsatz eingesetzt sind, dass sie wohlbehalten nach Hause kommen und dass sie das nötige Soldatenglück haben, dass ihnen nichts passiert und dass wir diesen Einsatz gut so fortführen können. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Als nächste Rednerin hat